Hallo Menschen und Maginisten, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Dungeon Siege 2 Walkthrough für den PC. Beim letzten Mal haben wir ziemlich viel erreicht. Wir haben Akt 1 soweit abgeschlossen, von der Hauptquest her. Von der Nebenquest, ja. Fehlen uns, glaube ich, noch zwei Sachen. Und jetzt will ich ein allerletztes Mal in den Shop reinschauen. Wir alle haben. Ja, kennen wir schon. So, wir haben übrigens Lochentals Opfer auch bekommen. Von Dingens hier. 15 bis 25. Und das ist 15 bis 26. Schade. Ich glaube, ich muss noch eine Stufe aufsteigen. Dero, hast du sonst neue Waffe? 18 bis 30. Nö. Lothar, du hast 15 bis 25. Und Tar, du. Ja. Ist eigentlich ganz gut bedient. So, ich muss mal gucken. Wir haben noch so viele Tränke. Wir haben so viele Tränke. Wir haben so viele Tränke. Wir haben so viele Tränke. Alles klar. Gut. Dann, was ich jetzt mal testen würde. Und ich werde mich jetzt schon verfluchen für den Gedanken. 23 und die waren Stufe 28, ne? Denn ich würde gerne ein Familienerbstück angehen. Damit dies auch fertig wäre und wir noch Übergangsdetails bekommen. So, ansonsten sind wir in Amalu, haben soweit die Karte hier aufgedeckt. Ja, und unsere Quest führt uns eigentlich nach dort hinten hin. Aber ich nehme jetzt erstmal den Teleporter zu Airolan. Tato, hast einen Zauber. Den Eiszauber. Okay, alles klar. So, ich muss zur Assonitenwüste. Mit viel Glück. Ach nee, der Gesundheitsbusch war dort unten. Okay, gut. Gut, dann blätten wir noch erstmal hier die Monster kurz. Ist ja gar kein Problem. Geben zwar nicht mehr allzu viel Erfahrung, aber hey, was soll's. So. Gesundheitstrank, alles klar. So. Es wird... Ich bin mir jetzt echt unsicher, aber ich denke mal, es wird mein Tod bedeuten. Und ich wäre echt dafür, dass Tar noch irgendwas lernt, um noch weniger Mana zu verbrauchen. Gut, aber soweit bin ich ganz gut dran, denke ich mal. Wobei mir ein Gesundheitsbusch doch noch echt lieber wäre. Eine zerstörte Krypta. Boah. Okay, sie sind hellrot. Das heißt, wir könnten die angehen. Funktioniert ganz gut. Allerdings machen die Schaden ohne Ende. Und der schlimmste Gegner ist er noch hier. Blitzresistent und Todesmagieresistent.
Oh shit. Der Magier muss weg. Der Magier muss weg. Oh, geschafft. Halleluja, ich habe eher damit gerechnet, dass ich drauf gehen werde. Nun gut. Das Rätsel der Krypta machen wir gleich. Ist eigentlich ganz, oder was ist ganz einfach? Naja, also, wenn man den einen Typen ausgefragt hat, ob es einen Hinweis gibt. Wo habe ich denn jetzt den Hinweis? Hier. Auf dem Menschen folgt Krieg oder Krieg folgt dem Menschen. Und wo das wo es keinen Frieden gibt, dort herrscht das Böse. Gehen wir jetzt mal an. Die Geister von vieren der größten Anführer der Geschichte suchen mich in meinen Träumen heim und lassen mir keine Ruhe. Asunai, der Verteidiger. Saramoth, Tyrann des ersten Zeitalters der Menschen. Elandir, Führer der Agalana. Und Xeria, Göttin des Kriegs. Sag mir, Reisender, welcher der Geister sucht mich zuerst in meinen Träumen heim? Da gibt es einen einfachen Trick. Die Lösung lautet 3-3-1-1. Zuerst Asunai, denn er war ein Mensch und handelte am raschesten. Welcher Geist sucht mich als zweites heim? Xeria, denn den Menschen folgte immer der Krieg. Welcher Geist sucht mich als drittes heim? Elandir, denn die Agalana glaubten nie an Krieg. Und welcher Geist sucht mich am Ende heim? Saramoth, denn sein Schwert traf Asunais Schild und leitete so das zweite Zeitalter der Menschen ein. Du sprichst weise, Kind des Fleisches. Die Geister werden mich nicht mehr plagen und so kann ich in Frieden ruhen. Der Weg für dich ist nun frei. Tja, und das war das Rätsel. Jetzt übrigens noch mehr Asuniten-Soldaten, also untote Asuniten-Soldaten. Wie gesagt, die treffen wir eigentlich erst viel später. Oh. Das war's schon. Gut. Aber ich möchte das dennoch gleich eher weghaben. Bloß, ich glaube, Tar wird keine Erfahrungspunkte kriegen, weil der Gegner einfach viel zu stark ist. Ja, komm. Und los. Ah doch, Tar kriegt einen Aufstieg. So. Tar. Ah, verdammt. So, schauen wir mal. Komm, wir verstärken deine Heilkünste. Und nehmen hier alles mit. Aber hier dürfte keine Mimiktruhe mehr sein. Zumindest in Akt 1 haben wir die Mimiktruhen alle schon mitgenommen. Oder auseinandergenommen, je nachdem. Irgendwas... Ich dachte, hier wäre was. Ein Schalter oder irgendwie... Mit dem Kerlchen werde ich meinen Spaß haben. Da bin ich ja mehr als tot.
Solange es nur untote Asoniten-Soldaten sind, kann ich damit leben. Ich muss meine Künste regenerieren. So, Dero hat... Dann ich am besten. So. Lothar wird auf hier umsteigen. Hier gab es ja noch eine Kriegssäule. Genau. Die darf Lothar aktivieren. Dero, du wirst hier den Donnerschuss einsetzen. Mit viel Glück kann ich es schaffen. Aber da darf es nur der Einzige hier sein. Oh Gott. Aber so weit, so gut. Ich habe mich schon mal. Gut. Das läuft doch besser als erwartet. Wobei der echt ein harter Brocken ist. Oh oh. Oh, Tar, weg da. Ja, also warum man die Maus nicht zieht, kann ich nicht sagen. Aber der ist gleich hinüber. Na also. So, Tat, jetzt genug Mana verbraten. Auf jeden Fall haben wir das. Betretet die Ruinen der Krypta und untersucht das Erbstück. Jo, hier hat es übrigens eine große Truhe. Schätze. Und dann hat es hier noch eine Truhe. Jetzt noch eine Truhe. Und hier. Das Erbstück. Das Ahnenschwert. Bringt Meister Testrin das Ahnenschwert. Und das machen wir auch. Boah, bin ich froh, dass wir das hinter uns haben. Wie gesagt, man kann das ab Stufe, was machen? Ab 14. Aber dazu muss man gleich sofort auf Anhieb die richtige Lösung, Reihenfolge sagen. Also Asunai, dann Xeria, dann Elandir und dann Saramoth. Sagt man die falsche Reihenfolge, dann sagt die Statue, du irrst und so weiter. Und dann wird eine Falle ausgelöst. Und die Falle besteht darin, dass ein untoter Asuniten-Soldat der Stufe 28 oder 30 geportet wird. Und ja. So. Gut.
Gut, soweit haben wir ja hier die Tauschquest fertig. Puh. Naja, wenigstens haben wir gleich Akt 1 soweit sämtliche Nebenquests fertig. Bis auf Lelanis Trauer. Und das können wir auch erst viel, viel später machen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das nächste erst im zweiten Akt und das auch relativ gegen Ende. Ach, weg mit euch. Ich wollte gerade sagen, macht gut Schaden, ne? Von wegen. Das liegt nur daran, dass wir eigentlich ganz gut gelevelt sind und die Gegner... ja. Dass wir die eigentlich hier... ja, wegdonnern, ohne Probleme. Und tschüss. So. Meine Hochachtung. Wie ich sehe, habt ihr das Rätsel gelöst und das Erbstück geborgen. Das ist wahrhaft ein freudiger Tag. Die Manu Osta werden sich freuen. Als Dank werde ich euch einen geheimen Gesang lehren, den nur meine Familie kennt. Wenn ihr euch in einen der Beschwörungsschreine stellt, die es noch vereinzelt gibt, und Requidas Tarda flüstert, erfüllt euch gewaltige Macht. Ich werde es versuchen. Danke. Noch etwas. Ja? Erwähnt keinem gegenüber dieses Erbstück. Besonders nicht in Amanlu. Leider will so mancher den Namen meiner Familie in den Schmutz ziehen und erzählt Unwahrheiten über uns. Besonders ein Elb, Atelas, würde fast alles behaupten, um mich in Verruf zu bringen. Ich werde es mir merken, danke. Und nun, Kind, gebt mir bitte das Erbstück. Diese alten Hände sehnen sich danach, es wieder zu halten. Sicher, hier, nehmt. Ah, wusste ich es doch, dass ihr ehrenhaft seid. Möge das Licht Xerias euch segnen und beschützen. Oh, eines noch, bevor ihr geht. Ich höre. Die Worte Requidas Tarda, vielleicht solltet ihr sie doch besser nie sagen. Ich war mir eurer nicht sicher, doch da ihr euch als ehrenhaft erwiesen habt, sollt ihr keinen Schaden nehmen. Ich will euch einen besseren Gesang lehren. Wenn ihr das nächste Mal in einem solchen Schrein steht, sagt Requi Amorus. Das Ergebnis wird euch sicher gefallen. Sehr schön. Abgeschlossen und wir haben zwei Gesänge gelernt. Requo Amicum Es. Also, aha. Und genau, das ist das. Und den sollten wir weglassen. Macrum Erupto. Das ist quasi eine magische Entladung und dann macht es Peng, Puff, Bumm, irgendwie sowas und ja. Das könnte ein bisschen böse für uns enden. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was der zweite Gesang bewirkte. Dieser. Requo Amicum Es. Na, da bin ich gespannt, was dieser Gesang bewirkt. So, dann würde ich sagen, auf zum Teleporter, auf nach Amanlu. Und mal den Gesang ausprobieren. Achso, ja. Statt Amanlu. Sehr schön, dann hätten wir das auch fertig. Drutwins Taverne. Gehen wir nochmal hier rein. Denn hier können wir noch weitere Nebenquests abholen. Hier!
Attilas einmal und Gastwirt Drutwin. Unglaublich, aber wahr, hier gibt es die nächste Nebenquest.